Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Enzheimgebirge V3 mit dem Leo. Hi, na. Mit dem Grupi. Hallo. Mit dem MacMopsy. Hi, na. Mit dem Sven. Hi, na. Und mit dem Leon. Leon? Leon! Hi, na. Sehr gut. Ich glaube, er hat mich gemutet. Das ja, verständlich. Was? So, Kinders. Ich bin jetzt hier an der BGA am Schaufeln, der Leo ebenfalls. Dann lass mal ganz kurz gucken. Der Leon ist dabei, den Deutz hochzufahren. Sehr gut. Der Grupi ist am Ladewagen fahren. Der Sven ist am Schwadern, oder? Ja. Und der MacMopsy mäht. Richtig. Läuft. Da haben wir alle Fahrzeuge ausgereizt, oder wie? Alle Fahrzeuge in Bewegung. Voll besetzt. Sehr gut. Wir haben schon ein bisschen vorgearbeitet. Also der Kontostand ist nicht der gleiche wie jetzt am Freitag oder vom Freitag. Wir haben ein bisschen Silage geschaufelt, damit wir uns dann gleich den Häcksler kaufen können. Und... ja, damit wir gleich häckseln können. Freust du dich schon aufs Häckseln, Leo? Ja, ich das Beste. Beste, ne? Schwarthäckseln macht Bock. Nee, nicht Schwarthäckseln. Wie nicht Schwarthäckseln? Klar, logisch, Junge. Maishäckseln. Nein. Hä? Klar. Was? Doch, Maishäckseln. Was? Was laberst du? Maishäckseln. Wir schwaden jetzt das Ganze und dann wird jetzt eine Silage Dings da, nee, Gras nach oben gefahren zum Lager. Und danach wird das gehäckselt, Junge. Gut. Schreibt mal jemand, oder schreibt derjenige, der jetzt meint, wir müssen, oder wir werden jetzt Maishäckseln, plus bitte in den Chat. Dann haben wir das gleich, Leo. Ja, wir werden danach auch Mais häckseln. Das eine schießt ja das andere nicht aus. Hä? Eins, zwei Stimmen. Das eine schießt doch das andere nicht aus. Drei. Sven, du zählst nicht. Ich weiß, dass du ein kleiner Leo-Fanatiker bist, hätte ich jetzt fast gesagt. So, aber meine Stimme zählt zehnfach. Wenn du einen Häcksler gekauft hast, habe ich das Gras drin. Leo, wir brauchen das Gras für die Tiere. Das müssen wir nicht zu Silage verarbeiten. Was für eine Tiere? Für unsere Kühe. Weißt du, wir kriegen doch jetzt einen. Die haben doch schon Gas. Hast du gerade vor der Aufnahme selbst gesagt? Ja, aber nicht genug. Ich finde nicht so, dass das Gas jedes Mal nachwächst. Ja, aber das muss auch abgemäht werden, Leo. Nein, Werner, ich dachte, das wandert von alleine zum Lager. Das ist vielleicht in deinen Spielen so. Aber in meinen Spielen muss man das noch richtig so abmähen. Echt jetzt? Sammeln. Du bist so klug. Ja, ich weiß. Oh Mann, ey. Ja, man muss dem Leo das schon erklären, wie das so läuft hier, also. Der Werner, der ist unfassbar klug, ne? Ja. Weißt du was, Werner? Was denn? Wie viel haben wir denn jetzt noch drin, Leo? Weißt du was, Werner? Ja. Einfach nur nee. Leon, ich habe eine Frage. Ja? Wo bist du? Hab mich einmal verfahren. Komm mal sofort. Okay. Ich habe auch eine Sache. Ja? Ich habe nämlich einen Gruß. Ein Gruß? Ja, dann grüß mal. An den Dominator Out. Läuft. Heißt der, glaube ich, bei YouTube. Okay. Wollte der gegrüßt werden? Ja, der wollte gegrüßt werden. Alles klar. Haben wir erfüllt. Leo? Ja, habe ich nicht. Werner? Lass mal's gut sein. Was willst du gut sein lassen? Ich würde gerne den Rest zu den Kühen bringen. Wie viel ist denn da jetzt noch drin gewesen? 110.000, sowas? Ja, von mir aus. Und dann haben wir wieder ein bisschen Polster. Gut, dann müssen wieder wir jetzt warten. Wieder ist eh schon auf Steuerung. Ja, klar, weil keine Silage da ist. Der ist nun mal so. So, Leo, dann kaufen wir uns jetzt mal einen Häcksler. Ja. Weil es wird ja nicht besser. Ich kann mal kurz auch dahin switchen. Hast du einen ausgewählt? Klaas Jaguar 685. Lebt das Spiel leck noch? Ultra leck. Ach, jammert doch nicht rum immer. Alter. Steig mal aus. Ja, ich bin ausgestiegen. Das ist Copy. Ja ein schönes Gerät. Ja. Unter der 13, die Wiese hier. Streck gegenüber jetzt von dir. Da ist auch noch ein Schwart. Ja, ich hab dir nur gleich mal das Vorgewände weggenommen, damit du jetzt aber schwarten kannst. Danke. Die Kisten, du. Kann man nehmen, oder? Kann man nehmen, ja. Wir brauchen noch einen Aufsatz für. Ist das der Orbit? Ich glaube schon, ne? Orbis. Kauf den einfach mal jetzt. So, dann haben wir noch stolze 29.000. Läuft. Badam. So, nee, die Kettensäge baust du jetzt nicht, Leo. Dicke Style. Der sieht echt gut aus. Sieht gut aus, ne? Da wäre der mal ist der mit dem Fesseln hinten drauf, oder? Ja, genau, yep. Das ist da mit der Fessel. Der ist gut, ja. Der ist gut, okay. Was wir aber noch brauchen werden. Ja, es ist halt die Frage, wie wir das jetzt machen, Leo. Weil wir haben nicht so viele Leute jetzt da, damit wir jetzt noch gleichzeitig häckseln können.
Lassen wir es einfach mal die Gasgeschichte fertig machen und dann häckseln? Du hast sowieso nicht genug Leute für häckseln. Warum nicht? Also, du kannst mit häckseln maximal 3 Leute beschäftigen. Vier, mit Festfahren. Ja, okay. In den Mix wieder reinschmeißen. Ja, bitte. 5 Leute kannst du beschäftigen. Nee, das ist schon zu viel. Ja, wir mit 2 Hängern müssen, also wenn, dann lassen wir die Drehschemel schon zusammen. Und yep. Einer kann mit dem Ladewagen fahren, meinetwegen. Check. Und dann ist bald vorbei. Ja, ansonsten holen wir nochmal irgendwie einen Hänger, so teuer sind die auch nicht, ne? Ich weiß gerade nicht, was die kosten, ich muss gleich mal nachgucken. Die BGA ist sofort hier um die Ecke. Du wirst nicht so lange fahren müssen. Auf den Ladewagen geht auch viel drauf. So, ich lasse ihn einfach mal hier stehen. Gut. Oder nicht gut, weiß ich jetzt gerade nicht. Doch, ist super gut. Ich wollte mich für den geilen Livestream bedanken. Tatsächlich. Das war eine super geile Aktion am Samstag. Jeder, der sich das noch nicht angeschaut hat, einfach mal bei uns auf dem Kanal auf dem 10.000 Abo Special reinschauen. Gerade im zweiten Teil geht das richtig gut ab. Einfach nochmal Dankeschön dafür. Ja. Oh. Wieder zu BGA. Ja, wieder zu BGA, genau. So, Mixfeed habe ich jetzt erstmal eingestellt. Das passt, das lüppt. Und dann bitte den Hänger so platzieren, dass wir von beiden Seiten den beladen können. Von beiden? Okay. Wie viel geht denn ein so ein D-Dam rein? Weiß ich jetzt gar nicht. 16.000 ungefähr. Ah, okay, das geht ja wohl. Okay. Das geht auf jeden Fall gut. 16.000, das heißt, boah, da musst du schon noch ein paar Mal fahren, ne? Du hast jetzt mal 2, also hast du 32.000. In den Ladewagen gehen ungefähr genauso viel rein. 2-3 Mal, ja. Ja. Ladewagen 34er. Ja. Ja, du musst jetzt einfach nur warten, bis die Jungs vorbeikommen, ne? Ist noch irgendwas frei aus den Drescher? Nee, ne? Achso, Gruppi, hast du jetzt geguckt in dem Lager? Nee, war ich jetzt nicht, ob wir was gesagt zu den Kühen. Ja. Soll ich mal eine Fuhre rüberfahren? Besser wär's, weil du musst. Ja, besser wär's. Weil wir können ja das sonst immer noch vom Lager in den Mixfeeder schmeißen, weil die Mixfeeder haben wir jetzt drinnen. Moment, lass mich gucken. Silage ist angekommen, sehr gut. Ja, 137.000 haben wir jetzt schon drin, also das reicht erstmal. Wir haben da 50 Kühe. Gut. Wenn ich diese niedrige Füllstandsanzeige habe, kann ich das irgendwie. Drück mal, Leo, Steuerung, MF und F. Ja, und dann? Und dann sagst du auf Fortsetzen, wenn das so ein Gedöns ist. Okay, alles klar. Dann hast du die ganz normale Ansicht. So, aufladen! Also der Sergej, ne, das ist der Leon, nur für die Leute, die es nicht wissen. Ich kann meinen Namen leider nicht wechseln. Kannst du nicht? Okay. Gut, kein Problem. Wir füllen dich jetzt auf und dann kannst du gleich wieder los. So, weil der Leo mich immer übersieht, ne, mache ich jetzt Rundumleuchte an. Ist nicht so, dass er gerade in mich reingefallen ist, aber Kopf hoch. Ich bin noch nie in dich reingefahren. Ja, genau. Was, sonst wärst du nicht mehr da. Was? Ja, genau. Also diese Auspuffanimation ist schon geil für den Hanomag, also. Das kann schon was. Was denn? Du nimmst mir jetzt meinen Hänger. Das ist nicht dein Hänger, das ist unser Hänger, ne? Leo, nur mal so viel dazu. Außerdem wollte ich dir jetzt nur einen Gefallen machen oder tun. Und deswegen habe ich den hinteren genommen. Das ist alles. Mit dem Werner, mit dem kannst du nicht arbeiten, ohne Witz. Doch. Ich bin sehr produktiv. Ja. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, lassen wir das einfach mal so. Aber ich mache das anders. Ich drehe hier schon und dann muss ich draußen nicht mehr drehen. Doch, dann muss ich draußen nochmal drehen. So ein Kack. Naja. Nimmst du da den hinteren? Ja. Darf ich das, Leo? Wenn ich weiß, welchen du nimmst, ist das kein Problem. Dann stelle ich mich da beim hinteren an und dann schiffst du das schon wieder. Nee, ist leicht, nee. Vielleicht nicht effektiv. Das ist nicht effektiv. Da hast du recht. Oh. Siehst du? Er hat mich gesehen durch die Rundumleuchten. Nee, ich habe nicht gerochen. Was? Hat er nicht gesagt, doch, hat er gesagt. Hat er gesagt. Ei. Du machst dich immer nur unbeliebter, Leo. Ach, das ist ja Quatsch. Benner? Ja? Ist denn das Mais schon reif?
Das können wir gleich nachgucken, aber ich glaube schon. So, jetzt nehme ich den vorderen. Bastarde, ohne Witz. Der Leo, der ärgert mich immer. Verdientermaßen wohl gemerkt. Nein. So, bei mir ist voll. Check. Kannst du losfahren? Wohin? Ja, da wo du hergekommen bist. Wieder Mixfeeder. Wir sind im Weg. Oh, ich bin im Weg. Yep. Weil ich glaube, wir können auch einen Hänger oder so bei den Kühen direkt reinschmeißen, oder? Können wir auch machen auf alle Fälle, ja. Damit wirklich alles abgedeckt ist. Weil ich glaube, Vorderdruck haben die keine Silage. Du brauchst das nicht machen. Du brauchst das nicht. Doch. Richtig. Nein, du brauchst das nicht. Doch. Du hast den Mixfeeder. Das ist klar, genau. Aber wenn wir immer so spulen, dann kommt der Mixfeeder nicht hinterher und dann ziehen die Kühe auf den Trockenen. Genau deswegen gibt es diese Variante B. Leo, fährt mal ohne Witz, ne? Verstehst du das, Leo? Mach dich weg! Oh yeah! Das sieht so falsch aus! Geh weg! Yeah! Paarungsritual von, Wattler dann. Leo, ja, bitte, mach Werner. Dich nicht lächerlich. Wieso nicht? Ich lade jetzt mal eine Schaufel hier ab, ne? Ja, mach das mal, das ist voll cool. Hab ich auch gemacht. Kurze Zwischenfrage. Bitteschön. Gibt's für den MB-Drag hinten drauf auf die Britsche ein Gewicht? Nee. Nicht, oder? Lass mal da so 30 drin noch, Leo? Damit er noch einmal fahren kann? Oder auf 33? So, wir machen das einfach gleich voll und so. Ja, wir haben noch 84, also. Ja. Läuft. Also einen in den Kühen direkt und einmal in den Mixfeeder. Yep. Ach, Leo, du. Okay. Was denn? Nee, was jetzt gut, schon wieder? Was jetzt schon wieder? Wenn du die Schaufel unten hast, dann nimmst du den ganzen Dreck mit, Leo. Das geht nicht. Du musst dich schon hochhalten, bitte. Die Schaufel war nicht unten. Ich habe die Schaufel am Boden schleifen gesehen. Ich habe das gehört, Leo. Ja, ja, natürlich hast du das gehört. So. Das heißt, wir können in der nächsten Folge schon Häckseln anfangen. Läuft. Ich bin ja gespannt, wie viele da wieder zurückbleiben in diesem Silo, das wir nicht sehen oder nicht erkennen. Bestimmt wieder 10.000 wie letztes Mal. Glaubst du? Okay. Ja. Ich habe das Problem auch im Singleplayer. Ja, das ist noch nicht ganz gefixt, ne? Nee. Wobei, das ist schon die Version 3, also. Na, das sieht hier gut aus. Hier sind schon mal die Pferde, die Leo gesagt hat. Kannst du mich ganz kurz mal gucken lassen, Kupi? Also sag, wenn du da bist. Ja. Dann gucke ich mir das mal an. Leon, wie weit bist du? Gerade bei den Kühen. Also okay. Eine ist schon im Mixfeeder und der andere kommt. Sehr gut. So, wie viel haben wir denn hier noch? Lass mich mal gucken. Boah, 60.000, Leo, da können wir schon noch schaufeln. Nö, viel Spaß dabei. Hast du keinen Bock mehr, Leo? Ja. Warum denn nicht? Du stinkst. Nein, Leo, das kannst du so nicht sagen. Wir sind hier an der BGA, da riecht's nie gut. Wer zum Teufel hat denn Leo eigentlich eine Kettensäge gegeben? Du? Ja, ich? Okay. Dann habe ich meinen Fehler erkannt. Diese Sache, die du gerade erwähnt hast, ne, die ist falsch gewesen. Was denn? Dass einer in der BGA stinken würde. Ich weiß es. Ja, ist es so? Ja, das stinkt nicht an der BGA. Aber das verkehrt doch alles, das muss doch eigentlich stinken, oder? Das ist ein geschlossenes System. Genau. Ach so. Ja gut, aber... Das wusste ich vorher auch nicht, das habe ich auch so gedacht. Ist es nicht so, dass die BGA immer so ein bisschen abwärts von Städten ist, damit man das nicht riecht? Oder sind die so laut? Weil das, denke ich mal, so laut ist, weil die ja Tag und Nacht arbeiten, oder? Achso, okay. Ja, Werner, kannst mal rein, aber jo. Hier ist nur Stroh und Gras, Stroh und... Ui. Wer ist wieder da? Unser Streber Leo. Gras wird hier nicht angenommen. Was ist... Achso, Heu ist hier nur, ne? Zack. Ja. Okay. Zack. Das ist schlecht. Zack. Leo, was ist mit dir? Gar nichts.
Lass mich mal ganz kurz was gucken. So. Das, ja. Dann mach es. Mach es in den Mixfeeder. Bitte. Ich habe gedacht, da ist zwar ein Lager, aber wir müssen zukünftig Gras in Ballen pressen. Ja, irgendwo müsste aber ein Graslager sein, ich habe das schon mal gelesen. Ja, aber jetzt rumsuchen bringt auch nichts. Wir müssen gucken, dass wir weiterkommen. Ja. Bin da. Du bist. Ah! Ja, gut. Jetzt haben wir einen Stress, Leo. Jetzt haben wir einen Stress. Nö, wieso? Oh, ich wollte den vorderen nehmen. Kannst du gerne haben? Nee, jetzt mach ich nicht mehr. Du hast ihn schon beschmutzt. Ist das immer noch so, dass es aussieht, als wie es unten rausfliegen würde? Das ist doch kacke, oder? Ah, Werner? Ja, hier ist einer. Wenn wir jetzt bei den Kühen in dem Fahrsilo das Gras nur abladen, dann könnte man es doch mit der Schaufel rausnehmen, solange es nicht verdichtet und zugedeckt wird, oder? Das Nein, Gras. Weil das wird dann als Hexegut wieder eine Schaufel angezeigt. Ach ja, das ja, ist, stimmt. Ja, das, da hat er recht. Das ist das Problem. Ja, wir werden nicht, also wenn es kein Lager gibt, wir können da rückmann in der Pause nachgucken, aber wenn es da keinen gibt, dann müssen wir wohl oder übel Ballen machen. Oder Placeable Heaps. Ich weiß nicht, sind die Multiplayer-fähig mittlerweile? Oder gut Multiplayer-fähig? Eine Version, glaube ich, gibt's, ja. Weil das hat doch immer so rumgepackt. Wo den Heap-Tip-Trigger? Ich bin kein Freund von diesem platzierbaren Rutz. Ich auch nicht, da mache ich lieber Ballen, ganz ehrlich. Macht doch mal Spaß. Der Leo kann das mittlerweile ganz gut. Au! Wir werden jetzt so ein Amateur, ne? Ohne Witz. Warum? Und einmal alles immer kaputt. Immer macht er alles kaputt. Nee, nicht immer. Steht hier noch ein Gewicht rum. Mac Mopsy, hallo! Ja! Hallöchen. Hast du. Suchst du was Bestimmtes? Ja, Gewicht. Gewicht? Ich möchte mal hier durch, Sir. Sir, ich müsste mal da vorbei. Das ist wieder Leo, ne? Das ist typisch. Ja, aber wenn ich was sage, bin ich immer der Buhmann. Ist immer der Buhmann. Nein! Doch! Bin ich nicht. Werner, ich kann dich verstehen. Ja, danke. Nächstes einer. Ich habe ein schweres Laster zu tragen. Ja. Ja? Alles klar. Okay, also bis jetzt geht das noch ganz gut raus, das Zeug. So. Also Grasmühlen ist fertig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Baden ist auch fertig. Sehr gut. Sammeln noch nicht? Ja, das ist kacke. Aber ja gut. Müssen wir mal gucken. Wir werden das jetzt, ja, wir machen das so. Wir sind jetzt fertig. Leo, bist du auch fertig? Du kannst fahren, Leon? Kann ich nicht. Warum nicht? Das wäre mir gerade da. Achso. Stau an der BGA, ich verstehe das. Gut, ja, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Würde uns sehr freuen und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.